Asus ROG oder ROG ist vielen Gamern sicherlich ein Begriff, denn schließlich produziert Asus unter dieser Untermarke bereits seit Jahren diverse Technik, die das Gaming-Herz höher schlagen lassen soll. Mit dem Zuwachs von Mobile Gaming hat sich Asus auch auf sogenannte Gaming-Smartphones fokussiert und bringt die unter dem Titel ROG Phones seit Jahren auf den Markt. Mit dem Asus ROG Phone 8 Pro gibt es jetzt ein neues Modell in den Regalen, was wir uns bereits angeschaut haben und euch jetzt erklären, was euch bei dem Smartphone Besonderes erwartet. Man sieht das ROG Phone 8 Pro ja hier neben mir und es sieht mal wieder doch ein bisschen speziell aus. Denn Asus versucht bei den ROG Phones immer irgendwie eine Besonderheit reinzugeben, was das Smartphone irgendwie dynamisch aussehen lässt oder eben sich einfach von der Masse abhebt. Und das ist beim ROG Phone 8 Pro natürlich nicht anders. Aber diesmal wartet noch eine andere Besonderheit, auf die gehe ich gleich später ein. Erstmal fangen wir mit den harten Fakten an, denn es gibt natürlich wieder beim ROG Phone 8 Pro zwei USB-Anschlüsse, einen hier unten und einen hier an der Seite. Das ist besonders praktisch, wenn man eben so am Zocken ist, dass man dann da unten auch noch ein Ladekabel reinstecken kann zur Not. Und oben gibt es wieder diese Air-Trigger, die sogenannten Schultertasten, die eben dann beim Zocken eingesetzt werden. Dann gibt es hier unten noch eine Klinkenbuchse. Die ist natürlich besonders, wenn man ein Gaming-Headset nebenbei benutzen möchte, sehr, sehr praktisch, denn man ist nicht auf die wackelige Bluetooth-Verbindung angewiesen. Was aber jetzt wirklich besonders ist bei diesem ROG Phone 8 Pro, ist, dass bei dieser 8er-Serie Asus es endlich geschafft hat, dass die Smartphones wasserdicht sind. Das war jahrelang immer der größte Kritikpunkt an Gaming-Smartphones, denn bisher hat es kein Hersteller geschafft, wirklich ein wasserdichtes Gaming-Smartphone auf den Markt zu bringen. Asus ist das jetzt gelungen und wir können auch sagen, das Ding hier ging schon auf Tauchstation und hat es überlebt. Auf der Vorderseite wartet dann natürlich ein ganz klassisches AMOLED-Display, was auch in puncto Helligkeit bei uns im Test wirklich sehr gut überzeugen konnte. Und auch die Bildwiederholrate, die beim bis zu 165 Hertz liegt, ist natürlich für Gaming-Aspekte sehr, sehr gut geeignet. Dazu regelt die sich auch automatisch mittels LTPO-Technik zwischen einem Hertz Bildwiederholrate und eben diesen 165 Hertz. Das schont dann bei weniger anspruchsvollen Aufgaben auch noch den Akku. Auf der Rückseite gibt es wieder ein integriertes Display. Das ist hier jetzt allerdings nicht so sichtbar wie bei den Vorgängern, sondern versteckt sich ganz einfach hier drin. Und da wird dann auf Wunsch zum Beispiel der Akkustand angezeigt oder die Uhrzeit, sodass, wenn man das Handy auf dem Tisch liegen hat und einfach einmal kurz drauf tippt, man sehen kann, oh, wie viel Akku ist denn da noch drin oder wie spät ist es jetzt gerade. Im Inneren des ROG Phone 8 Pro werkelt ein Qualcomm-Prozessor. Und zwar, um genau zu sein, der Snapdragon 8 Gen 3. Das ist einer der neuesten Prozessoren auf dem Markt und der hat bei uns im Test auch wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Also die neue Technik, die merkt man da schon, dass sie in den Benchmarks einfach noch ein bisschen besser performt. Dazu hat diese Version sogar 24 GB Arbeitsspeicher, also RAM, und 1 TB internen Speicher. Da ist es dann auch komplett nebensächlich, dass es keinen Slot für die Speicherkarte gibt, weil wenn man 1 TB Speicher vollgeballert hat, dann sollte man vielleicht das Handy auch generell mal wieder ein bisschen aufräumen. Die kleinere Version des 8 Pro muss sich mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher begnügen, aber auch das reicht locker aus. Kommen wir jetzt zum Herzensthema vom Asus ROG Phone 8 Pro, und zwar dem Thema Gaming. Da ist ja schon klar, dass aufgrund des sehr guten Prozessors und der sehr guten Anzeige das Gaming einfach damit Spaß macht. Also das Spielen von so Mobile Games wie Genshin Impact oder eben auch PUBG Mobile, das läuft damit alles flüssig auf höchsten Einstellungen. Man hat keine Ruckler und auch die Latenz jetzt zwischen Eingabe und Reaktion auf dem Display, die ist auch relativ okay. Wer noch mehr Leistung haben möchte, für den stellt Asus immer noch den sogenannten X-Mode bereit. Der aktiviert sich, sobald man ein Game startet. Und wenn man ihn dann nicht haben möchte, kann man ihn natürlich auch jederzeit aktivieren. Denn der saugt ganz schön an der Akkulaufzeit, weil natürlich das Smartphone damit noch höher taktet. Asus selber hat
in den Geräten auch schon eine sehr gute Kühlung verbaut. Also man kann das Handy auch durchaus bei längeren Gaming-Sessions noch in der Hand behalten und lässt es dann nicht auf einmal fallen, weil die Rückseite zum Beispiel einfach viel zu heiß wird. Wem das allerdings noch nicht genug Kühlung ist, für den gibt es in der ROG Phone 8 Pro Edition Version noch diesen schönen Kühler dazu. Das ist der AeroActive Cooler 10 oder X genannt. Der wird einfach an der Seite auf das Smartphone drauf gesteckt und dafür ist natürlich dann auch wieder diese zusätzliche Klinkenbuchse praktisch. Und dann kühlt der eben das Smartphone noch zusätzlich von außen. Da muss man allerdings bedenken, dass es dann auch wirklich laut wird. Und das kann dann wiederum beim Zocken auch irgendwann echt nervig und einfach unangenehm werden. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema für das Thema Gaming, und zwar die Akkulaufzeit. In dem Smartphone selbst steckt ein Akku mit 5000 mAh. Das klingt jetzt erstmal nicht so super viel, aber er hat uns dann doch im Test positiv überrascht. Denn bei uns laufen die Akkus im Test ja wirklich nonstop. Und zwar so lange, bis das Smartphone wirklich aus ist. Und von 100% runter. Und da hat das Asus ROG Phone 8 Pro bei uns im Test 12 Stunden und 40 Minuten durchgehalten. Also selbst Gaming-Sessions sollten damit einige Stunden möglich sein, denn auch der X-Mode kann dann nicht so viel davon runternehmen. Und wer das Handy einfach mal einen Tag nicht zum Zocken benutzt, sondern einfach nur im Alltag, der kommt damit auch locker über den Tag dann aus. Das Thema Ladezeit ist natürlich auch wichtig, denn schließlich möchte man das Ganze nicht so lange unterbrechen müssen. Und auch hier gibt es positive Nachrichten, denn in der Verpackung selber liegt direkt ein Schnellladenetzteil dabei. Das kann wohl bis zu 65 Watt schaffen, laut Asus. Bei uns reichte es nur bis maximal 55 Watt. Aber das hat auch nur 54 Minuten gedauert, bis der Akku von 0 auf 100 wieder komplett voll war. Also ein kurzer Ladestopp, mal kurz auf die Toilette gehen und sich irgendwie einen Snack reinpfeifen und dann kann es direkt mit dem Smartphone weitergehen. Fast nebensächlich bei dem ganzen Thema Gaming-Smartphones ist immer das Thema Kamera. Also hier hinten sieht man ja, es gibt einen relativ großen Kamerablock. Da sitzen auch mehrere Linsen drin und die haben im Test jetzt auch nicht so super schlecht performt. Aber sie sind eben nicht das Hauptfeature und das merkt man dann auch. Weil es gab beim Thema Kamera im Test eben leichte Schwächen. Das zählt vor allem für die Aufnahmen mit dem Zoom, weil da schon ab zweifacher und spätestens vierfacher Vergrößerung die Bilder einfach matschiger werden und man sieht, dass einfach Details verloren gehen. Noch schlimmer wird es dann eben, wenn man den Regler wirklich bis ganz nach oben dreht. Da kommt man dann zwar sehr weit und sieht Objekte aus der Ferne sehr nah, aber die sind dann auch nicht mehr scharf. Gleiches Problem gibt es auch bei Aufnahmen mit wenig Licht. Auch da leiden die Details leider ein bisschen. Das wird vor allem bei der Frontkamera auf der Vorderseite deutlich, denn die kommt mit wenig Licht noch schlechter klar als die Hauptkamera. Insgesamt muss man aber sagen, wer das Smartphone wirklich dann nur für kleine Schnappschüsse oder sowas verwendet, der ist mit dem Kameraaufgebot bestens versorgt. Was ist jetzt also das Fazit? Mit dem Asus ROG Phone 8 Pro hat das Unternehmen einmal mehr ein Smartphone geliefert, was im Gaming-Bereich wirklich top ist. Die zusätzliche Wasserdichtigkeit von dem Gerät lässt es jetzt auch in der Preisklasse eben vernünftig mitspielen, denn die anderen Oberklasse-Konkurrenten wie Apple und Samsung haben ihre Smartphones ja seit Jahren mit wasserdichten Gehäusen ausgestattet. Zusätzlich lässt es sich für Gamer natürlich sehr gut nutzen, denn der Prozessor ist top, das Display ist gut und es gibt eben auch eine sehr hohe Bildwiederholrate. Da kann es dann schon wirklich unter Tisch fallen, dass die Kamera eben nicht jetzt der allerbeste ist, aber das ist eben auch einfach bei diesem Gerät nicht der Fokus. Mit der Testnote von 1,3 ist es auf jeden Fall aktuell unser Gaming-Tipp